Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Farming Valley mit Minim Cash. Wie man sieht, unsere Bäume wachsen jetzt stetig. Das heißt, wir müssen die mal jetzt hier immer wieder fällen. Dann können wir auch wieder mal unsere Vogelnestkiste auffüllen. Die haben wir ja in der letzten Folge auch geöffnet. Aha, gleich mal gelöst. Alles klar, hier hat sich einer versteckt. So, komm schon. Dann können wir jetzt gleich wieder schlafen gehen. Und wieder ein Vogelnest. Die ersten. Hat sich hier auch noch einer versteckt? Tatsache, diese Verstecker. So, diesmal wird es eine Weile dauern, bis wir unsere zwei Vogelnester voll haben. Habe ich jetzt hier noch was zum Verkaufen? Nö. Gut. Gewässert hat man alles. Alles klar. So. Dann schlafen. Mal gucken. Wir hatten jetzt 6.000 ausgegeben, hatten ein bisschen was verkauft. War nicht viel. Alles klar. Hatte ich die doch nicht verkauft? Doch. Gut, Jule, wie weit bist du denn? Nicht ganz so weit. Gut, da können wir uns erstmal unsere Tiere. Da kann ich ja mal ganz kurz mein Handy zur Seite legen. Mir mal kurz angucken, wie ich Bonnie und Clyde geschrieben hatte. Dass wir mal unsere zwei Kühe benennen. Weil die Level haben wir noch. Hier müssen wir ein bisschen Erde noch nachträglich einbauen. Hier den Gravel auch durch Erde ersetzen. Hier liegt auch schon wieder bares Geld rum. Es ist nicht viel, aber das bringt am Ende vielleicht noch ein bisschen den. Juhu, jetzt haben wir das bekommen. Moment. Okay, das Wheat könnte man vielleicht sogar auch verkaufen. Könnte man. Ach, mal die Nase jucken, das ist sowas von ein unschönes Gefühl. So, machen wir es mal Bonnie. Bonnie. Ne, mit Es. Nehmen wir es mit E. So, ist schön. So. Und. Kleid. Ne? Nein, nehmen wir so. Im Notfall müssen wir es wieder umbenennen. Wir wissen ja, das ist jetzt gut. Kleid und Bonnie. Ihr macht so eine Bonnie. Ja, oh, ja. Mal dort abkerschern. Streicheln. Und ich sehe es gerade, eure zwei Potzen leer. Zack und zack. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und hier liegt auch noch ein paar was rum. Frankie, du bist ja draußen. Okay, den gibt's gar, kriegen wir gar nicht wieder. Ja, war. Frankie. Du hast, glaube ich, ja, du hast noch ein bisschen. Warum federst du dich jetzt? Unschön. Unschön. So, jetzt bleibst du drinnen. Sei auch schuld. Julef ist fertig. Da kann man gleich mal gucken, was wir dann noch alles brauchen für den nächsten.
Wir haben Mittwoch, Donnerstag. So. Shop. Mining Hill. 32 Stein. Das ist gut. Das ist relativ günstig. Und ich fange schon mal an, hier die wegzunehmen wieder. Hm. 32 Stein. Dürfte man sogar noch alles haben. Vogelnester. Boah, haben wir ein Glück. So, verkaufen, 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 verkaufen. Und die müssen wir zum Kühen zurückbringen. Oh, alles klar, jetzt geht's straff. Im Sommer geht es hier noch straff. Und ich müsste vorher vielleicht mal noch gießen. Nicht, dass hier uns alles zugrunde geht. Und jetzt lohnt sich das gar nicht mal, die Parsnips zu pflanzen. Also die sind, glaube ich, hier, also bis Herbst sind die gut verwendbar. Lass mal hier alles schön bewässern. Und dann nehmen wir den Mining Hill in Angriff. Den weiß ich, glaube ich, auch schon ungefähr, wo ich ihn hinbauen möchte. Ungefähr. Judith, bleib stehen. Ich möchte was kaufen, und zwar einen Mining Hill. Das ist nämlich der Eingang zur Mine. So, mal gucken, wie sich das hier in die Landschaft reingräbt. Ja, kann man verwenden. Da müssen wir bloß mal hier ein bisschen noch abtragen. Haha, der Mining Hill. Cool, da kann man dann schön in die Höhle. Also in die Höhlen von Farming Valley. Sehr schön, irgendein Schiff right, erledigt. Ah, dann können wir nämlich unsere Tools dann mal langsam upgraden. Julef rennt noch nicht los, das gefällt mir gerade gar nicht. Die zwei zurückbringen, wir können mal kurz ins Questbuch irren. Animal Ranch, Hammer. Schafe bräuchte man noch, ein Schaf. Hammer, eine Kirsche, ein Uhrmacher, eine Fishing Hole, oh, Gottespond, Hammer. Mining Hill wird gerade gebaut. Mining hat. Gut, das können wir jetzt nicht machen, weil wir spielen ja fies vor. Okay, geht der Fishing Rod, das hat mir der Club am Anfang mal gemacht. Aha. Also mit Botanien müssen wir uns das so dann noch beschäftigen. Alles klar. Okay, dann höre ich noch mal ein bisschen ernst. Das machen wir hier immer ein bisschen alles zu. Baut denn jetzt Julef endlich mal? Ja, müsste eigentlich, weil er nicht gerade wieder am Wasser steht. Potenzielles Geld liegt hier rum. Ah, Federn können wir nicht verkaufen. Schade. Sehr schade. Nein, wir machen erstmal schnell die Erde. Schnell vor allen Dingen.
Nein. Warum fängt Julif gerade nicht an zu bauen? Doch, Julif baut, aber da versteckt sich. Der unsichtbare Julif. Julif cheatet eindeutig. So, machen wir gleich mal hier ein bisschen noch mehr Ordnung. Verdammt. Eine Ruhe. Ruhe, die ist manchmal gut, manchmal auch nicht. Ich will mir noch nicht die Füße waschen. War doch gestern nach Duschen. Meine Güte. Nein, den Block wollte ich eigentlich nicht setzen. Weil unter Wasser kann ja nichts spawnen außer Tintenfische. Hoffe ich doch mal. Und dann können wir uns in der nächsten Folge in den Mining, in der Mine begeben. Erste Erzfarmen. Ja, nee, ich verbaue mich wieder. Müssen wir mal gucken, dass ich das jetzt hier ein bisschen so. Natürlich aussehen lassen. Dass die Ebene, die wir dann hier haben, bündig hieran anschließt. Dass das hier halt nicht so wie einfach straight hingesetzt aussieht, kommt ja auch nicht gut. Sehen wir nämlich, dass wir noch eine ganze Tonne an Erde brauchen. Alles klar, das wird noch eine extremst große Aufgabe. Das müssen wir bald hier mal anfangen auszuleuchten, unser Dorf. Es wird schon wieder arschdunkel. Das heißt, ich gehe schon mal ins Bett. Bis dahin dürfte Julif eigentlich schon fast fertig sein. Auf jeden Fall seht ihr ja ungefähr, wie es werden soll. Vielleicht machen wir sogar noch eine zweite Ranch hier hin. Geht ja gar nicht. Der verkauft ja keine mehr. Aber links können wir die Hühnerfarm erweitern. Alles nach und nach. So, schlafen. Wieder was trinken hier. Aufpassen nicht, dass da Kaffee umkippt. Kommt nicht gut auf der Tastatur. Jo. Immer noch nicht fertig. Okay. Dann kommen wir mal zu unseren Feldern. Feldwirtschaft. Wir können eigentlich sogar schon mal bald anfangen, weil Industrial Hemp Seeds gibt es ja auch. Aber die kosten halt Schweinegeld. Da kostet ein Neunersfeld 1000 Gold. Das ist ein ganz schön bisschen teuer. Allerdings brauchen wir dann auch für Immersive Engineering, deswegen. Haha. So, verkaufen.
Gut, aber nichtsdestotrotz sag ich mal erstmal an der Stelle Dank fürs Zuschauen. Hat euch gefallen? Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten halte ich die Folge mal schon lassen. In dem Sinne, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.